Ja, es ist der Tag der unterschiedlichen Einschätzungsebenen. Also holen wir uns die Einschätzung des Generalsekretärs der SPD, Lars Klingbeil. Schönen guten Tag rüber nach Bonn. Schönen guten Tag. Herr Klingbeil, also dieser Tag jetzt heute, es war ein intensives Ringen, würde ich es mal nennen. Ist das etwas aus Ihrer Sicht, was die Partei jetzt eher zusammenschweißt oder was sie eher weiter auseinander dividiert? Es war eine intensive Diskussion, wir haben kontrovers diskutiert, aber immer inhaltlich. Und ich finde, dass heute alle Redner deutlich gemacht haben, dass wir beieinander bleiben. Das stärkt die SPD, dieser Prozess der letzten Woche auch, aber auch heute der Parteitag. Wir machen uns das nicht leicht, aber es gibt jetzt eine Entscheidung, dass wir in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen wollen, dass wir einen Auftrag bekommen haben, nochmal inhaltlich viel rauszuholen für die Menschen im Land. Und am Ende wollen wir die Mitglieder entscheiden lassen darüber, ob wir in eine große Koalition gehen. Das sind jetzt die Wochen, die vor uns liegen. Dafür hat der Parteitag grünes Licht gegeben, nach einer sehr intensiven Diskussion. Kritiker würden sagen, naja, also Sie haben doch jetzt da eigentlich ordentlich was rausgeholt bei den Sondierungsergebnissen. Warum muss diese Partei, die SPD, dann immer noch mal so eine große Diskussion aufmachen? Ich finde, das ist ein starkes Zeichen, dass die SPD so intensiv diskutiert. Wir müssen uns da nicht verstecken. Das sollte in der Demokratie eher mehr der Fall sein, dass diskutiert wird. Und bei anderen Parteien sehen wir ja, dass über Sondierungsergebnisse in ganz kleinen Gremien, in Hinterzimmern diskutiert wird. Wir machen das anders. Wir beteiligen die Mitglieder. Wir führen eine intensive Diskussion mit einem sachlichen Ton. Und am Ende geht es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer über die Inhalte. Wir wollen das Leben der Menschen verbessern. Dafür haben wir in den Sondierungen schon vieles erreicht, haben heute aber auch noch mal bewusst gesagt, es geht jetzt in den nächsten Wochen um die Frage, ob wir die Zweiklassenmedizin in Deutschland ändern können, ob wir einen Einstieg auch in die Bürgerversicherung hinbekommen. Es geht um die Frage, ob wir sachgrundlose Befristung in diesem Land wegbekommen. Gerade junge Menschen hangeln sich von Befristung zu Befristung. Das ist keine wirkliche Perspektive für ein gutes Leben. Das wollen wir verändern. Und jetzt muss die Kanzlerin, jetzt muss die Union sagen, ob sie dazu bereit sind. Ah, das klingt interessant, weil ich meine, Martin Schulz klingt ja genauso wie Sie. Die Koalitionsverhandlungen sind in Anführungszeichen neue Verhandlungen. Da ist alles möglich. Aber die Union hat ja nun öffentlich eindeutig gesagt, dass mit ihr eine Bürgerversicherung und anderes eben nicht zu machen ist. Heißt das, ganz konkret gefragt, dass, wenn tatsächlich es nicht über die Sondierungsergebnisse hinausgeht, dass dann die SPD sagt, okay, dann gehen wir zwar in Koalitionsverhandlungen, aber am Ende der Koalitionsverhandlungen sagt man möglicherweise dann eben keine große Koalition. Ist das denkbar? Also Sondierungsgespräche sind keine Koalitionsverhandlungen. Wir haben jetzt heute beschlossen, wir gehen in Koalitionsverhandlungen. Es gibt viele Fragen, die uns, aber die vor allem auch die Menschen in diesem Land bewegen. Wie ist das eigentlich mit der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum? Wie ist das mit der unterschiedlichen Behandlung von Privat- und Kassenpatienten? Wie ist das mit den Wartezeiten, die es doch in vielen Arztpraxen gibt? Und auch bei der sachgrundlosen Befristung gibt es nochmal Sachen, die wir thematisieren wollen. Deswegen werden wir das natürlich in Koalitionsverhandlungen ansprechen. Ich bin gespannt auf die Antworten der CDU-Vorsitzenden. Ich bin gespannt auf die Antworten der Union. Und am Ende werden wir dann entscheiden, das steht ja auch heute in dem Beschluss drin, ob wir der Partei einen Koalitionsvertrag vorlegen. Ich habe die Hoffnung, dass wir mit der Union in diesen wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen was erreichen können. Herr Klingbeil, lassen Sie mich ruhig die Frage bitte noch mal beantworten, weil Sie sie nicht beantwortet, noch mal stellen bitte, weil Sie sie nicht beantwortet haben. Ist es aus Ihrer Sicht absolut denkbar, dass die SPD am Ende von Koalitionsverhandlungen sagt, okay, dann eben keine große Koalition, weil die CDU und die CSU Ihnen nicht genug entgegengekommen sind? Also wir wollen über die Themen reden, die der Parteitag heute beschlossen hat. Da muss die Union zeigen, ob sie bereit ist, sich zu bewegen. Aber der Beschluss des Parteitages sagt auch, dass wir am Ende als Parteivorstand bewerten werden, ob wir einen Koalitionsvertrag vorlegen, ob wir dem zustimmen. Und dann entscheiden die Mitglieder. Okay, ich merke, Sie wollen nicht so richtig darauf antworten. Dann gehe ich sozusagen einen Schritt weiter. Das ZDF-Politbarometer hat herausgefunden, dass offenbar der Wähler ihre interne Diskussion nicht so gutiert, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Da sind Sie gefallen von 23% auf 20%. Ist es so, dass Sie da Gefahr laufen, dass diese interne Diskussion tatsächlich eben am Ende dazu führt, dass Sie an der Wahlurne, wenn denn die nächste Wahl ansteht, dafür wieder abgestraft werden? Ich schaue ehrlicherweise gerade nicht auf Umfragen. Es geht mir gerade darum, dass wir als SPD gesagt haben, wir diskutieren das Sondierungsergebnis. Diese Zeit haben wir uns genommen. Wir haben eine intensive Diskussion bekommen. Ich habe auch sehr viel Lob von außerhalb dafür bekommen, dass wir als SPD im Gegensatz zu anderen Parteien sehr intensiv diskutiert haben. Jetzt haben wir einen
Beschluss, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Wir werden jetzt diese Koalitionsverhandlungen mit aller Intensität führen. Wir werden gucken, welche Themen wir rausbekommen. Wir schauen jetzt nicht auf Umfragen, sondern wir gucken auf die Inhalte, die wir in Koalitionsverhandlungen durchsetzen wollen. Vielen Dank für das Gespräch, Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD. Vielen Dank rüber nach Bonn.